Hi und herzlich willkommen zu unserem Let's Play Transport 402. Willkommen zurück in Lummerland und ja, wie ihr seht, wir haben hier eine Bushaltestelle, die ist etwas überfüllt. Könnte natürlich daran liegen, dass hier unsere Tunnelbahn aufhört und ja, die ganzen Leute, die von hier, ne, die hier ankommen, auch noch eventuell in die Stadt rein wollen oder sonst irgendwo hin. Und dafür nutzen die halt hier unsere Postkutsche. Das Problem ist, naja, die Postkutschen, die quellen sich hier den Hang hoch. Und da oben, da warten dann, warte, wie viele Leute sind es? Es sind 65 plus 17, also 82 Leute, die hier darauf warten, hier mit Kutschen abtransportiert zu werden, in die vier Passagiere passen. Dass diese Rechnung nicht funktioniert, das ist, glaube ich, klar. Und deswegen kaufen wir jetzt neue Busse, und zwar Max. So, da passen 9 Passagiere rein, ja. Und die sind auch noch schneller, haben ein bisschen mehr Power. So, dann bin ich mal gespannt, ob die das so abtransportieren können, wie ich mir das wünsche. Ja, da kommt direkt schon der nächste Mac. Nimmt hier Passagiere mit. Und ja, zumindest die Seite hier, die sieht jetzt schon mal ganz gut aus. Und ja, da unten kommt auch schon der nächste Mac. Und der letzte Mac, der steht hier hinten und hat auch volle Passagiere dabei. Ja, so soll das sein. Hier schön alle Passagiere mitnehmen, wie sich das gehört. Und natürlich auch von dort oben. Und unsere Tunnelbahn wird natürlich auch davon profitieren. So gehört sich das. Ja. Ansonsten auch nochmal hier kurz der Verweis. Falls euch diese Map hier gefällt, ja, auf der könnt ihr auch selber spielen, ja. Da müsst ihr nicht immer nur mir zuschauen, sondern könnt auch selbst hier noch produktiv was machen. Und das geht, indem ihr euch diese Map auf Steam downloadet. Da gibt es zum einen ein Savegame, wo schon die ganzen Bahnen, die hier auch am Anfang dieses Let's Plays da waren, wo die alle eingefügt wurden. Und das Ganze gibt es natürlich auch noch ohne Bahn- und Schiffsverkehr. Ja, könnt ihr euch aussuchen, was ihr euch da holt. Link dazu sind wie immer in der Videobeschreibung. Also, ja. Falls ihr Lust habt, schaut da einfach vorbei, holt euch die Maps. Genau. Und schaut eifrig weiter dieses Let's Play. Also das finde ich auch ganz cool. Ich habe, glaube auch über Steam ein paar neue Zuschauer dazu gewonnen. Herzlich willkommen bei mir hier an dieser Stelle mal an euch. Schön, dass ihr mich gefunden habt. Ich hoffe, mein Content gefällt euch. Genau, und ansonsten, wo ich gerade richtig Bock habe, wir fahren einmal hier mit der neuen Lummerländer Bahn. Die hier einmal echt mit 77 Passagieren komplett voll ist. Natürlich haben wir jetzt leider schon eine relativ schöne Stelle verpasst. Ja. Und, ja, nämlich die Brücke. Und jetzt müssen wir auch noch hier im Tunnel warten. Okay, das ist vielleicht nicht ganz so cool. Gehen wir nochmal raus. Haben wir denn nichts in der Gegenrichtung, was da fahren könnte? Ja, hier zum Beispiel die Neulummerländer Bahn. Genau, mit der fahren wir jetzt nach Neulummerland rüber. Die fährt hier gerade im Hauptbahnhof los. Das ist dann, denke ich, ein bisschen aufregender. Und eventuell nutzen wir da auch die vierfache... Ah. Ja doch, einfache Geschwindigkeit ist besser. Ich dachte, ich hätte noch die vierfache Geschwindigkeit drin, aber das stimmt schon. Und ja, da ist eine Tram. Da ist die Steilstrecke. Wo es einfach mal mit über 100% Steigung hochgeht. Aber okay, solange unsere Straßenbahnen das unrealistischerweise schaffen, habe ich damit kein Problem. Also, dann ja, darf der Zug hier gerne mal Gas geben. Beziehungsweise Gas ist, glaube ich, das falsche Wort. Immerhin fährt diese Lokomotive hier mit Kohle und nicht mit Gas, soweit ich das weiß. Weiß nicht, gibt es überhaupt Gaslokomotiven? Ich glaube nicht, zumindest sind mir keine bekannt. So, dann haben wir hier eine kleine Ausweichstelle, ja, wo wir am anderen Zug vorbeifahren können. Ja, eben. Also, da hätten wir jetzt immer noch gewartet. Währenddessen konnten wir hier schon diese wunderschöne Tunnelfahrt genießen. So, und dann geht's hier nach draußen, noch blendet die Sonne. Also, was das angeht, echt wunderschön gemacht mit dem Grafikeffekt und wie man dann hier rauskommt. Und echt, also dieser Ausblick, dass man den so genießen kann, das ist echt der Hammer. So, machen wir direkt einen Screenshot von. Dann, ja, habt ihr das auch schon bereits gesehen, wenn ihr jetzt diese Stelle hier schaut, und zwar auf dem Thumbnail. So, dürfte euch bekannt vorkommen. So. Hier auf der anderen Seite, schönes blaues Meer, so ein bisschen sieht man das Industriegebiet der Schlossstadt, und was man auch sieht, ist hier Neulummerland. Ja, sieht aus wie ein Vulkanberg.
Ja, aber egal. Mir gefällt diese Insel. Oder allgemein diese Inselgruppe hier. Die ist meiner Meinung nach echt sehr, sehr schick geworden. Mit ihren riesigen Bergen. Und ja, ich bin mal gespannt. Alter Schwede, warten da viele Leute. Da könnte man ja fast mal drüber nachdenken, den hier kurz wenden zu lassen. Aber ich glaube, es wollen halt auch noch viele Leute weiter. Und dann, ja, also 54 Passagiere, die muss auf jeden Fall weiterfahren, noch bis zum Endbahnhof. Da können wir keine Profallerwende machen. Falls ihr nicht wisst, was eine Profallerwende ist, ist einfach umgangssprachlich, wenn ein Zug schon vor seinem eigentlichen Endpunkt zurückgeschickt wird, um halt auf der Rückfahrt keine Verspätung mehr zu haben, weil er entsprechend viel verspätet ist. Und die letzten Stationen werden dann einfach ausgelassen und halt die ersten von der nächsten Fahrt. Das versteht man unter Profallerwende. Benannt nach dem entsprechenden Vorstand von der Bahn. So, dann hier könnten wir auch auf jeden Fall nochmal ein weiteres Fahrzeug gebrauchen, das hier die Güter abtransportiert. Da kommen nämlich, glaube ich, ein bisschen viele an. Und ja. Ach so, was mir auch auffällt, könnte man die Güter theoretisch auch durch die Tunnelbahn transportieren. Das wäre jetzt natürlich auch äußerst interessant, wenn das funktionieren würde. Also ich meine, die Gleisanschlüsse haben wir. Wir haben auch meines Wissens hier unten dann noch Gleisverbindungen. Genau. Da haben wir Weichen. Glaube auch in beide Richtungen, ja. Also soweit ich das weiß. Ansonsten haben wir nur eine nach da unten, aber ist ja nicht schlimm. An sich müssten wir jedenfalls die Weichen haben. Und, also ich fände es interessant, wobei, also ich glaube, die Strecke ist kürzer, ne? Ja, sie könnte zumindest kürzer sein. Warte, wir können es uns ja anschauen. Jetzt haben wir natürlich viel zu viele Linien. Einmal mal bitte nur die Bahnen. Ja, Eisenbahnlinien. Das macht es zumindest ein bisschen übersichtlicher, wobei die Schnörkel, die stören trotzdem. Hier einmal der Bogen versus, ja gut, hier der grobe Verlauf. Ja, okay. Okay. Die aktuelle Strecke scheint die kürzestmögliche zu sein. Ja, und dann müssen wir auch hier nicht noch irgendwelche aufwendigen Weichen einbauen, für die wir keinen Platz haben. Nachdem wir hier ja in der letzten Folge so schön die Stadt erweitert haben. Aber okay. So, gut, dann. Große Preisfrage, machen wir diese Folge auch noch irgendwas Produktives? Ja, wir schauen mal, wie hier Neuland angenommen wird. Neuland wird ganz gut angenommen. 22 Passagiere. Ja, auch ein paar Leute zumindest, die hier drinnen sitzen. Ja, das ist schon mal ganz schick. Wie sieht's aus hier unten? Hofen wird bebaut. Okay, das ist sehr schön. Und dann machen wir hier tatsächlich was Produktives. Yay, er macht was. Ja, er verklickt sich erst, dann geht er in den Straßentab und baut Bushaltestellen. Ist der Hammer. Das hat er jetzt nicht gemacht. So. Gut. Und zwar baue ich hier Bushaltestellen, damit der Bus hier weiterfahren kann. Ja, der endet ja aktuell an der Berliner Straße. Und dann darf er hier noch den Ring fahren. Jo, ist, glaube ich, ein bisschen schöner. Ach so. Ich frage mich gerade, warum es mir nicht angezeigt wurde, aber ja, ist klar. Ja, der muss natürlich. ja. Ist ja keine Eisenbahnlinie und nachdem ich da gerade gefiltert hatte, ist es selbsterklärend. So, ein weiteres Fahrzeug hätte ich allerdings gerne. Ja, dass hier dann der Takt doch noch halbwegs gehalten werden kann, den wir bis hier immer hatten. Ja, und die Busse jetzt auch. Bisschen, ja, halbwegs schnell fahren können. So, wie schnell fahren die eigentlich? 18. Eventuell sollten wir da auch, ja, hätten wir da hingehen sollen und ein bisschen schnellere Fahrzeuge auswählen können. Ja, dann würden vielleicht nicht ganz so viele zu Fuß gehen, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Ja, zu Fuß aufs Festland werden sie sowieso nicht gehen und ja. Apropos Ziele, wie sieht's aus? 82 wollen nach Hofen.
Der Rest will irgendwo anders hin, wobei noch niemand nach Leudern will und zum Barnberg anscheinend auch niemand aktuell. Ja. Schade. Aber immerhin. Ich denke mal, Neuland wird früher oder später auch der ein oder andere noch dazukommen, der dahin will. Wie sieht's da eigentlich aus? Neuland würde gerne wachsen. Okay, dann werden wir sogar richtig produktiv in der heutigen Folge. Indem wir hier hingehen und Neuland das Wachstum ermöglichen. Und das geht, glaube ich, am besten auf dieser Seite. So, das heißt, wir gehen dahin. Hoppala. Schluck auf. Ich weiß es nicht. Ich hoffe mal nicht. Sonst wäre diese Folge relativ schnell vorbei. Aus gegebenem Anlass. So, und dann wird hier terraformt und eine schöne Sandbank aufgeschüttet. Ja. Tada. Etwas mehr Fläche zur Verfügung. Und das Ganze runden wir auch noch ein bisschen aus. So, bis hier hinten. Und dann hier wieder ran. So. Das alles kommt dazu, zu Neuland. So, ein bisschen, ja, komm, hier schön machen. Dann hier außen auch nochmal schon mal hingehen, bisschen erhöhen. Ja, bisschen stärker das alles machen. Und, keine Ahnung, irgendwie will der noch nicht so ganz bisher. Okay, jetzt macht das. Jetzt macht er tatsächlich das, was er soll. Ja, dann hier hingehen. Auch da nochmal ein bisschen erhöhen. So, einfach hier rangehen und dann gehen wir auch nochmal hin, gleichen das noch ein bisschen an, dass hier die Küste nicht ganz so steil ist. Ja, weil Steilküsten sind jetzt nicht so schick. Okay, dann hier, da bin ich glaube ich mal mit dem Maltool rangegangen. Ja, das sollten wir auch nochmal beheben. Ja, das kriegt man auch schöner hin. Und zwar, indem man hier einfach überall Rasen hin macht. Weil, also der Strand hier mitten durch die Insel durch, das ist jetzt halt nicht so schick. Eventuell könnte man hier die Größe ein bisschen anpassen. Jo, das ist eher das Kaliber, mit dem ich arbeiten möchte. So. Dann, ich hoffe, ich erwische jetzt den richtigen Sand. Nein. Das ist feuchter Sand, den will ich nicht, den will ich. Hier, so, diesen Sand will ich. Das ist der Sand, der hier sein sollte. So, und dann einmal hier ganz schön geschmeidig um die Insel herum. Tada! Wir haben einen Sandstrand. So, und alles, was jetzt noch fehlt, sind Straßen. Und die bauen wir auch. So, tada, Straßen. Wer hat das gedacht? Hier kommen Straßen hin. Und zwar, ja, möglichst so, dass wenig Gebäude abgerissen werden müssen. So, einmal hier schön um eine Kurve. Bisschen Abstand zum Bestehenden. Hier wieder um eine Kurve rum und hier vorne anschließen. Oh, das kommt echt gut. Also, dass das hier vorne so schön klappt, das ist echt schick. Es freut mich. Hier können wir eventuell nochmal eine Querverbindung einbauen. Ob wir die brauchen, naja, ich weiß ja nicht. Aber wir haben sie mal. Ja. Gut, eventuell können wir da ja nochmal eine Bushaltestelle hinsetzen und dann unsere Kutschen hier auch nochmal halten lassen. So, zack. Eine weitere Station. Steigen Sie ein. Okay. Fahren Sie mit. Drei Fahrten, zwei Preise. Wir sind hier nicht auf dem Jahrmarkt. Okay. Ich lasse es ja schon. Dann. Hier unten, ja. Ich weiß nicht, gibt es hier noch groß was zu tun? Die Leuchtturminsel hat jetzt immer noch nicht genügend Platz. Heieiei, was ist denn mit der los? Da haben wir schon hier in der letzten Folge nochmal ein bisschen angebaut und es reicht nicht. Okay. Okay, könnte natürlich daran liegen, dass die Leuchtturminsel gerne noch weiter wachsen würde, weil halt der Rest noch gewachsen ist. Eventuell könnten wir da ja nochmal eine weitere Insel hinzufügen. Hier so zwischen Lummerland und den bisherigen Inseln. Könnten dann auch gemeinschaftlich genutzt werden. Das fände ich persönlich relativ nett.
Ja, dann hätten wir da noch eine zweite Brücke. Hier so eine kleine Lagune. Ja, wäre ganz schön. Ja, die könnten wir dann theoretisch auch bis dort unten mit einer Tram verbinden. Ja, machen wir mal. Geld haben wir aktuell ja. Also daran sollte es hoffentlich nicht scheitern. Ich sag jetzt mal hoffentlich, weil man weiß ja nie. So. Sehr schön. Wir haben hier eine Pyramide erzeugt. Ja. Sehr interessant. Muss man sagen. Okay, eine Pyramide will ich ja eigentlich nicht. Das heißt, wir gehen hin, planieren. Und zwar großflächig. So. Okay, das sieht auch schon mal sehr schick aus. Wir machen das hier jetzt alles Schritt für Schritt. Ja, eventuell sollten wir da ein bisschen runtergehen. Zugegebenermaßen. So, planieren wir das mal auf diese Höhe, bitte. Ja. Oh ja, das sieht doch schon deutlich schöner aus. Das sieht so aus, wie wenn ich die perfekte Höhe getroffen hätte. Ja, so ganz dicht über Meeresspiegel, aber schon so, dass da noch Gras dann auch wirklich zu finden ist. Ja, ein bisschen sandig wirkt's. Okay. Müssen wir eventuell noch anpassen. So, aber dann können wir ja mal hingehen und so grob die Silhouette zeichnen, die diese Insel letzten Endes haben soll. So, dann hier so eine kleine Bucht rein. Hallo? Nee, ich will jetzt nicht das Wasser. So, das Wasser soll zu werden hier unten. So, aber dann, wie gesagt, hier so eine kleine Bucht. Ja, und schätzungsweise nach hier oben, da eher so ein bisschen spitz. So. Genau. Das Ganze bis hier. Und jetzt der Rest, ja, da können wir auch die Werkzeuggröße nochmal ein bisschen anpassen. So, zack. Einmal kurz zumachen. Und gut ist. Nein, ich will nicht das Wasser. Hallo. So, hier anfangen und dann... Okay, manchmal will das Spiel nicht genau das gleiche wie ich. Das ist dann immer ein bisschen blöd, aber nun gut. So, eventuell können wir ja noch ein paar Kanten hier unten ausrunden. Ja, dann sieht unsere Insel ein bisschen schöner aus. So, dann hier einmal ausrunden, hier einmal ausrunden. So. Hier unten rum. So, dann haben wir da nicht mehr so ganz so eckige Kanten. Okay. Dann malen. Hier soll es grün werden. Ist, glaube ich, klar. Also zumindest auf der Insel selbst. Ja, da möchte ich jetzt keine Strände drauf haben. Es sei denn, ich baue irgendwo noch einen Spielplatz hin oder einen Park oder so. Dann könnte man sich das noch überlegen. Aber ansonsten gehört das erstmal so gebaut. Dann brauche ich hier eine Straße. So, jetzt ist die Frage, Straßen. Nee, eine mittlere ist definitiv zu groß. Wenn überhaupt, dann eine kleine. Und auch nach Möglichkeit so, dass die... Ah, okay. Dann muss ich, glaube ich, hier nochmal ein bisschen ran und terraformen. So, da brauche ich jetzt auch wieder etwas kleineres Gerät. So. Dass hier vorne noch so ein bisschen Platz ist. So, hier unten noch ein bisschen. Noch ein bisschen angleichen. So. Und dann probieren wir das nochmal mit der Straße. Und, sah schon besser aus. Gerade. Ja. Gut, dann bauen wir die erstmal so und bauen die dann halt so hin, dass die bis hier verläuft und dann hier hinten wieder nach unten führt. So ungefähr. So, wenn wir uns die jetzt mal von der Seite anschauen. Okay, hier dieser Abstand, der ist ein bisschen breit, aber ja, ist jetzt auch nicht schlimm. Okay. Dann bauen wir hier einmal die Hauptstraße, würde ich sagen. Ja. Einmal quer über die Insel. So, das ist halt die Durchgangsstraße. Und dann brauchen wir nochmal eine Verbindung. Hoppala. Was will das Spiel jetzt? Eine Verbindung hier rüber. Okay, das mag es nicht so ganz. Ja, vielleicht ein bisschen höher? Nö. Will es hier überhaupt nicht raus, oder was?
Das fände ich blöd. Ja, okay. Scheint trotzdem zu funktionieren. So, das müssen wir jetzt nur noch hiermit verbinden. Okay. Das müssen wir vor allem erstmal hier hinten hinsetzen und dann so noch verbinden. Okay, und dann sieht es auch vernünftig aus. So, hier auch nochmal eine schöne Brücke. Ha, sehr schick. Okay, dann. Was macht dieses Haus hier? Hier wird offensichtlich schon gebaut, ohne meine Baugenehmigung. So geht es aber nicht. Egal, nicht so schlimm. Kann man alles noch abändern. So. Wir bauen jetzt hier nämlich nochmal ein paar Straßen. So, dann auch hier nach vorne nochmal. Okay. Dann hätte ich hier gerne eine Straße bis ganz nach hinten. So ungefähr. Dann hätte ich hier gerne so eine... die bauen wir ein bisschen schöner. Hier einmal am Ufer längs. Ja, die soll aber bitte... Ja, genau. So hätte ich die gerne. Hier kann man dann tatsächlich nochmal irgendwie eine Querstraße einbauen. Hier dann nochmal so. Genau. Und so nochmal. So, das eine Haus, das muss jetzt nochmal weg, aber das ist auch ohne meine Zustimmung entstanden. Insofern. So, ab jetzt könnt ihr hier gerne bauen. Und, ja, dann können wir auch hier theoretisch noch hingehen und die Buslinie ein bisschen verlängern und auch hier drüben nochmal eine neue Tramlinie schaffen. So, fangen wir mal mit der Tram an. Ja, Lummerland ist hier ja, denke ich mal, ein bisschen wichtiger, so vom Ort her. Und zwar soll die Tram dann hier, ja, ich würde schon sagen, dass die nach Möglichkeit bis hier unten fahren soll. So, deswegen wird auch dieses letzte Stück da unten noch elektrifiziert. Dass die da ohne Probleme hinkommt. Ja, auch wenn da elektrische Züge eben drauf fahren sollen. So, und dann fährt die eben nach hier und biegt hier ab. Fährt dann bis nach dort unten und... Ja, nee, eine Wendeschleife braucht man da nicht. Das machen wir einfach so. Gut, dann braucht man natürlich noch Haltestellen. Hier haben wir ja schon eine. Das ist also nicht das Problem. Wo wir noch keine haben, ist hier. So, dann einmal hier nochmal und dann ganz dort unten. So, sehr schön. Eine neue Straßenbahnlinie. So, das wird jetzt tendenziell unsere Linie Nummer 3 von den Straßenbahnen ausgesehen. Ja, die fährt jetzt nach da unten. Und was haben wir vergessen? Richtig, Haltestellen. Und zwar einmal hier und dann noch einmal hier. Okay, der Abstand ist jetzt nicht so riesig, aber... Ich glaube, das passt trotzdem. So, nach der Haltestelle 7 soll die dann noch weiterfahren, hier unten wenden und dann bitte wieder hier hoch. So. Okay, wenn ich das richtig sehe, verwendet die auch hier auf der Insel somit den direktesten Weg. Das ist schon mal sehr schön. Okay, und bis nach da hinten. Das ist jetzt, wie gesagt, unsere Tram 3. So. Und die braucht natürlich Fahrzeuge. Und zwar... ja... Ich würde sagen, wir nehmen eine Stadtbahnhalle. Oder, ja. Die hat auch ein paar Emissionen weniger. Sagen wir mal 3 Stück. Die müssten da auf jeden Fall ausreichen. Wichtiger Hinweis. Irgendwo fehlen elektrifizierte Gleise. Okay. Das ist natürlich sehr blöd. Da gehen wir dann natürlich nochmal hin, schauen uns das an. Wo fehlen denn elektrifizierte Gleise? Hier haben wir überall welche. Also an der Seite kann es nicht scheitern. Hier haben wir elektrifizierte Gleise, hier haben wir elektrifizierte Gleise. Ein Weg wurde gefunden, das Fahrzeug benötigt einen kompletten... ja, aber ich hab doch elektrifiziert. Das ist doch alles elektrifiziert. Ich verstehe es nicht. Ich probiere es mal. So zu lösen, dass hier an den jeweiligen Stationen, so nach der Haltestelle 10, soll die auch nochmal hier halten. So, jetzt sollte sie eigentlich nichts mehr befahren, was nicht elektrifiziert ist. Ja, absolut nichts. Probieren wir es nochmal. Okay. So,
Schauen wir nochmal nach. Hier haben wir überall eine Oberleitung. Ja? Ich denke mal, ihr stimmt mir dazu. Ich kann auch nochmal hier in dieses Tool reingehen. So. Das ist soweit elektrifiziert. Und zwar jeder Abschnitt. Ja, falls nicht, dann würden hier auch irgendwo Gleise fehlen. Weil die haben wir ja direkt elektrifiziert gebaut. So, dann hier unten. Das ist auch elektrifiziert. Bis hier. Hier. Dann hier drüben. Ja, das ist elektrisch. Und hier. Das ist auch elektrisch. Wo ist hier bitte der Fehler? Schaue ich mir gerade die falsche Route an, oder? Ah. Ich habe den Fehler. Oh, nee. Leute, wisst ihr, was der Fehler ist? Das Depot ist nicht elektrifiziert. Okay, so. Also, liegt nicht an uns. Beziehungsweise nicht an der Strecke, sondern daran, dass hier das Depot einfach noch nicht elektrisch ist. So. Dann können die jetzt hier ganz entspannt rausfahren. Hier haben sich jetzt auch tatsächlich welche angesiedelt. Sehr schön. So, und dann hier die Buslinie, die darf auch noch weiterfahren. Und zwar, ja, kriegt die hier so eine Schleife, die sie befahren darf. Ah, warte, das machen wir ein bisschen schöner. Die darf einmal hier hinten halten und, ja doch, hier passt schon. Aber halt so, dass die da auch nochmal einen Vorteil haben. So, und dann, ja, wo ist die Buslinie? Bus 1, genau. Nach der Haltestelle 6 kommt dann noch diese Route hinzu. Genau. Und da darf dann natürlich auch nochmal ein weiteres Fahrzeug drauf. Ja, um den längeren Linienweg abdecken zu können. Ja, bei gleichbleibendem Takt. So. Genau, da kann man jetzt umsteigen und dann auch ganz bequem rüberfahren Richtung Lummerland. Okay, dann wäre es das auch wieder gewesen von der heutigen Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir bitte ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und ciao.